Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Interval Workout. Wir machen heute wieder einen Tabata. Gute, irgendwas zwischen 45 und 50 Minuten, denke ich, werden wir trainieren. Wenn du hast, hätte ich gerne, dass du dir Kurzhanteln, Scheiben, irgendein Equipment mit Gewicht besorgst, was auch immer du vielleicht zu Hause hast. Ich starte das Warm-up, gute 5 Minuten hier, vielleicht ein bisschen länger und dann geht das los. Du stellst dich erstmal hüftschmal auf, wie immer, so dass ein dritter Fuß gerade dazwischen passen würde. Du kannst deine Schulter mal nach hinten, oben erst nach hinten dann ziehen und ein bisschen tief durchatmen, in die Länge bringen. Vielleicht magst du auch kurz mal die Augen schließen und nachspüren, wie sich es heute so anfühlt für dich. Atme ein, bring die Arme hoch, kannst die Augen wieder öffnen, ausatmen, Arme. Nur den rechten Arm nach oben einatmen und wieder runter. Nur den linken Arm hoch, mach dich schön lang. Beide Arme gehen nach oben, komm wieder runter und dann nochmal beide hoch. Letztes Mal, perfekt. Marschier mal am Platz, ganz entspannt, ganz entspannt. Wir haben heute ein bisschen was vor, deswegen wollen wir uns auch gut aufwärmen. Die Schritte gehen außen und innen, schön weit, ein bisschen schon die Knie beugen. Schau mal, dass du mit deinem Oberkörper aber aufrecht bleibst. Jawohl. Perfekt. Immer wenn du öffnest, gehen die Arme mal mit. Jawohl. Machst du davon noch 4 mehr, noch 3, dann bleiben die Beine jetzt geöffnet, bleib hier, Arme sind auch offen, perfekt, lauf hier weiter, Arme öffnen, Daumen nach hinten drehen, jo. Langsam die Arme runter, auf die Oberschenkel, du bleibst stehen, setz dich tief und hoch, komm, hopp. Aber du brauchst hier noch nicht den ganzen Weg zu gehen. Schau, die Knie gehen nach außen. Extra heute leuchtende Schuhe angezogen. Dann könnt ihr gut sehen, was meine Füße machen. Sitzen. Und die Füße und Knie zeigen also in eine Richtung. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Dann bleibst du hier in der Mitte, in den rechten Arm. Zieh dich weit raus und komm wieder zurück. In den linken Arm. Zieh dich weit raus und komm wieder zurück. Immer im Wechsel. Und du schiebst dich immer auf eine Seite rüber. Komm nach links. Komm nach rechts. Links. Bleib hier, Arme hoch, einatmen und aus tief. Nochmal nach oben, ein und aus. 2 mehr. Full range of motion. Perfekt. Du kommst von hier in ein Side-to-Side. Das heißt, die Fußspitze tippt immer auf und du bewegst dich zur Seite. Rechts und links im Wechsel. Schau, dass du hier wieder aufrecht bleibst und nicht hier zusammenfällst. Wunderbar. Mach einen Leg Curl raus, bring die Ferse Richtung Gesäß hoch, dass du hier vorne deine Oberschenkelfront, den Quadrizeps schon ein bisschen vorbereiten kannst. Wie all die schönen Beinübungen, die heute kommen, dann hebst du das Bein lang in die Seite. Gestreckt. Noch 4. Noch 3. 2 mehr. Bleib wieder in der Mitte. Stopp. Dreh dich nach rechts. Nimm mal das hintere Bein oder das hintere Knie Richtung Boden und wieder hoch. Noch 2-mal. Jetzt. Dann bleibst du hier und federst mal mit deiner Ferse zurück. Bisschen vordehnen, die Rückseite. Hände hinten auf den Rücken, zieh mal die Schultern zurück. Ellenbogen zurück. 4, 3, 2,
dich wieder in die Mitte, Oberkörper lang nach vorne, hopp, rund werden, wieder lang werden und aufrichten. Und wieder hoch. Zwei noch. Letztes Mal. Yes. Dreh dich nach links. Komm mit dem Knie tief. Und hoch. Ah, oh, Leute, ich habe so Muskelkater heute. Ferse ab, Kopf. Drei, zwei, komm zurück in die Mitte. Arme auf. Füße weiter zusammen. Bisschen breiter als Hüfte. Bisschen schmaler als Schulter. Knie leicht gebeugt. Und dann schiebst du mal hier aus der Seite. Rechts und links. Stell dir vor, dass du bis zum Bauchnabel oder eher bis zum Becken im Sand eingegraben bist und nur deinen Oberkörper hier hin und her schieben kannst. Perfekt. Halt in der Mitte an. Bring deine Arme hoch und zieh dich lang Richtung Decke. Drei. Zwei. Stopp. Hände hinter den Kopf, Ellenbogen vor. Rund werden, aufrichten, weit öffnen und auf. Perfekt, das machst du noch einmal. Löse, bleib im Platz, kleine Sprünge. Jo. Yes. Bleib hier noch für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Stopp. Nochmal einatmen, Arm hoch. Ausatmen, tief. Eine Wiederholung. Einatmen und aus. 3, 2, 1. Sehr gut. Kurz die Beine auslockern. Wir starten in die erste Runde. Nimm dir ein Gewicht. Ich habe hier mal 2,5 Kilo. Starte unten. Kopf, hopp, hopp. Immer wenn du die Füße schließt, geht das Gewicht hoch. Hopp. Jumping Jack, nur dass du vorne zusätzlich mit Gewicht arbeitest. Wir haben das ja auch schon gemacht. Hopp. Hopp. Yeah.
Weiter geht's. Selbst aus. Ja.
fast durch. Ihr seid fast durch. Komm! Am Gesäß arbeiten. Und weil ja immer nur 20 Sekunden pro Runde sind, machen wir zwei Tracks. Die eine Seite nur rechts, die andere Seite nur links. Du bist in der Seitlage. Ich nehme die Musik mal mit. Du bist in der Seitlage. Such dir deine erste Seite aus. Dein unteres Bein kannst du winkeln. Wir machen zwei Übungen im Wechsel. Die erste ist strecken und das Knie nach vorne zum Mattenrand holen. Und in der zweiten bist du parallel und bringst immer abwechselnd Knie und Ferse zusammen. Das heißt, auf dieser ersten Seite zwei Übungen A oder je viermal. Na? Get ready for Tabata 2. Bein hoch, five, winkel, four, three, Knie strecken, two, go, hoch, work. Vor, strecken, tief, strecken, tief, strecken. Three, two, one. Yep, lösen, press. Ablegen. Cycle one complete. Beide Beine sind gewinkelt. Übereinander. Prepare and go. Work. Ferse. Knie. Ferse. Knie. Ferse. Knie. Ferse. Three, two, one. Yep, und lösen. Rest. Cycle two complete. Oberes Bein wieder lang. Prepare and heben work. Und los. Hopp. Du bestimmst hier dein Tempo. Schieb das Bein weg, als würdest du einen Gegenstand wegdrücken. Three, two, one. Rest. Yep. Cycle three complete. Beide Beine wieder übereinander. Prepare and work. Merkt ihr schon was? Ich merk was. Aua. Drei, zwei, eins und stopp. Rest. Cycle four. Halb Zeit. Jede Übung noch zweimal auf dieser Seite. Prepare and work. Komm. Tief, push. Tief, push. Drück einen Gegenstand weg, einen Widerstand. Schieben. Three, two, jawohl. One. Rest. Aua. Cycle five complete. Prepare and work. Fersen und Knie. Du arbeitest hier aus dem Hüftgelenk. Innenrotation, Außenrotation. Three, two, one. Rest. Cycle six. Die letzten zwei Runden auf dieser Seite.
Prepare and work. So, wegschieben, runterziehen, schieben und ziehen. Au! Lösen, au, au, au. Rest. Spürt ihr was? Complete. Ich spüre was. Und ich bin wirklich gesegnet mit dem Ding, ja? Aber trotzdem, komm, hopp! Letzte Runde hier! Vier, drei, zwei und eins, lösen. Tabata 2, complete. Lösen. Recover for 2 minutes. Auslockern. Vielleicht ziehst du mal das Bein ein bisschen zu dir ran. Nutze kurz die kleine Pause, um eine Dehnung fürs Gesäß durchzuführen. Perfekt, super. Wechsel direkt auf deine andere Seite. Aua. 3, 2, 1, komm! Hoch! Knie nach vorne, Bein aufstrecken. Schlecht, wenn man da schon Muskelkater hat, möchte ich mal sagen. So wie ich. Aua! Oh Leute, komm! Knie, Ferse. Knie, Ferse. Knie, Ferse. Knie, Ferse. Meine Freunde. Nächste Runde, komm, hopp vor. Strecken. Komm, bis der Hintern brennt. Fersengeschichte. Komm, steig kurz aus. Oh, Leute, das tut so weh. 4, 3, 2, 1. Hälfte. Noch 4 Runden. Wie tut so der Hintern weh? Ich glaub das gar nicht. Zieh, schieben. Au! Ich hatte gestern ein Kettlebell-Workout mitgemacht bei einer Trainerkollegin. Und das merke ich jetzt. Deutlich. Hopp, an dieser Stelle herzlichen Dank an Coach Nele. Falls du das hier irgendwann mal siehst, du hast mich fertig gemacht. 5, 4, 3, 2 und lösen. Also wenn ich mich jetzt nicht total irre und du da durcheinander gekommen bin, müssten es noch 2 Runden sein, oder? Kann das sein? Push. Vielleicht bin ich aber durch den Schmerz, in den ich hier arbeite, aua, einfach durcheinander gekommen. 3, 2, 1.
vorher gewusst. So. Atme einmal kurz durch, vielleicht auch hier die Gesäßhälfte mal ein bisschen auslockern und dann gehen wir gleich in die nächste Runde. Bisschen auslockern, das war doch intensiv, glaube ich. Und wir bleiben aber auf dem Boden und es kommt wieder ein Cardio-Teil auf euch zu. Und er wird starten im V mit einem Sprung nach vorne und du wirst zurücklaufen, wieder runtergehen, nach vorne laufen, einmal push down. Also du wirst sehen, es sind gar nicht viele Wiederholungen in diesen 20 Sekunden möglich. Also komm runter auf deine Matte, wenn du nicht eh noch dort bist, starte in der V-Position. Push down, komm wieder hoch, hopp, lauf zurück, komm runter, push down, zurück, hopp. Yep. Nächste Runde, start hier gleich von oben, lauf runter, push down. Lauf zurück, hopp, lauf nach vorne, push down. Du siehst, es sind maximal 4 Wiederholungen pro Runde. Zurücklaufen, runter, tief, nach vorne springen, zurück, runter. Stopp!
Leute, geschafft. Eine nächste Runde auf der Matte. Get ready for Tabata 5. Komm runter. Auf den Rücken. Winkel deine Beine an. 4, 3. Hände seitlich an den Kopf. Rollt dich an, komm. Rollt. Ellenbogen seitlich an den Knien vorbei. Holst du es nach oben, oder? Ich denke so. Prepare and work. Dein Blick geht über deine Knie nach vorne. Sehr gut. Stopp. Rest. Füße aufgestellt, Arme lang an den Seiten, Schultern im Kopf anheben, seitlich an die Ferse tippen. Prepare und jetzt, rechts, links. Bauchvariationen. 3, 2, 1, stopp. Rest. Cycle 3 complete. Wiederhole die Runde. Unteren Rücken in die Matte drücken, ja? Prepare and work. Stop. Super. Criss-cross. Bring die Hände seitlich an den Kopf, die Beine hoch. Und dann lass immer die Seite arbeiten. Komm. Complete. Nochmal diese Runde. Ich gebe dir eine Alternative. Du kannst auch die Füße prepare am Boden lassen, ja? Work. Und hier arbeiten. Wenn dir das lieber ist, wenn du es besser halten kannst. Aber es ist nicht nur hier der Ellenbogen. Ziehst deine Schultern mit hoch. 3, 2, weg vom Boden. 1. Cycle 6 complete. Perfekt. Hände hinten unter den Kopf. Unteren Rücken in die Matte. Und im Wechsel ein Ferse nach vorne aufstellen. Wenn du mehr möchtest, streckst du das Bein aus. 3, 2, und ab. Rest. Letzte Runde. Complete. Gestrecktes Bein. Wenn du noch mehr möchtest, sind es beide Beine. Prepare and Variation. 1, 2, 3. Entscheide dich für die letzten Sekunden. Und lösen. Tabata 5, complete. Recover for 2 minutes. Bleib liegen, streck dich aus. Und es geht gleich wieder zurück in den Stand für einen weiteren Cardio-Teil. Du kannst dich langsam über die Seite aufrichten. Lass dir Zeit, ja?
auch mal einen Schluck. Atme es ein bisschen durch. Sehr gut. Wir sind auch schon über die Hälfte durch. Und wir kommen jetzt zu zwei Cardio-Übungen. Die erste ist das Laufen zur Seite und ein Knie hochnehmen. Das haben wir schon gemacht, das kennst du. Versuch ruhig, ja, viel Platz zu nutzen. Hast du diesen Platz nicht, kannst du das Ganze auch auf der Stelle machen. Das ist auch kein Problem. Versuch dann immer hier festzuhalten, kurz einzufrieren und dann wieder zurückzulaufen. Beziehungsweise, wenn du auf dem Platz bleibst, die nächsten 3-4 Schritte zu machen. Die zweite Übung, da bleibst du stehen. 3-mal Bounce, 1-mal springen. 1, 2, hopp. Und dann bleibst du unten. Und dann wieder 3-mal Bounce und springen. Und die machen wir im Wechsel. Also ist nochmal Beinarbeit gefragt. Das zur Seite beginnt. Go, go, hopp, Knie. Hopp, hopp, hopp. Ziehen, hopp. Follow my feet. 4, 3, 2, 1, stopp. Sau gut. Bounce, 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 jump. 1, 2, hopp. 1, 2, hopp. Platz oder bewegt.
ready for Tabata 7. Statisch. Kette aufgestellt. Planking. Nur Stütz. 5, 4. Erste Runde auf den Händen. 2, 1. Work. Bleiben. Der Po ist in Schulterhöhe. Niemals höher. 3, 2, 1. Lösen. Rest. Cycle Runde 2. Auf den Unterarmen. Bitte nicht die Hände zusammen. Prepare and work. Mehr Auflagefläche. Näher am Boden, also noch etwas schwieriger. Complete. Erste Runde wiederholen. Im Wechsel eine Hand zur Schulter bringen. Prepare and work. 1, langsam. Hopp, langsam. 0 Bewegung im Becken. 45 Sekunden Zeit. Dich langsam nach oben aufzurichten. Für die nächsten 2 Übungen im Wechsel. Die eine hatten wir schon im Warm-up. Da haben wir hier gezogen. Es ist nicht hier, ne?
die Seite. Die andere ist hier im Wechsel. Rechts, links. Beides immer 20 Sekunden. Let's go. Füße etwas weiter als hüftschmal. Runde 1, zweite Arme, Knie leicht gebeugt und du schiebst. 3, 2, 1, go. Hoch. Lass die Arme lang. Als würde jemand ziehen an den Armen. 3, 2, 1, stopp. Sein.
Sekunde. Hier nochmal Gas. 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 Vollgas. Hopp. Könnt ihr noch? Ja? Sechs Runden. Sechs Runden! Komm! Schaffst du die letzte Runde? Schaffst du die letzte Runde? Komm! Es ist doch die letzte, oder? Zusammen trainieren können. Langsam wird es ja doch wärmer. Irgendwann können wir hoffentlich im Sommer wieder draußen gemeinsam trainieren. Uns gegenseitig motivieren, uns gegenseitig unterstützen. Puh. Schüttel deine Beine ein bisschen aus.
locker. Sehr gut. Schüttel deine Arme ein bisschen aus. Wird nicht ganz so viel gebraucht. Die Schultern ein Stück weit natürlich, aber. Yes. Super. Füße weit auf. Füße nach außen drehen. Oberkörper lang nach vorne. Hände zum Boden. Und dann zieh mal deinen Oberkörper runter. Dehn mal deine Rückseiten der Beine. Du kannst richtig weit hier öffnen, wenn du magst. Bleib hier unten. So, dass du es gut spüren kannst. Bisschen das Gewicht nach hinten eher verlagern. Dann kriegst du mehr Spannung in der Rückseite. Also nicht auf den Händen aufstützen, ne? Da kann man so ein bisschen vor und zurück pendeln. Dazu, stellst die Hand auf und öffnest den anderen Arm dann Richtung Decke. Und runterbringen, lösen, hinteres Bein wieder aufstellen, über die Mitte zur anderen Seite wechseln. Ausrichten, jetzt die Arme hoch. Schultern nach unten ziehen, Bauch weit nach vorne, lang ziehen. Zurück neutral, den einen Arm zum Boden, ist egal ob innen oder außen oder sogar auf den Fuß. Und den anderen Arm hoch. Vier, drei, zwei, zurück. In die Mitte, hinteres Bein lassen. Strecken. Füße zusammenbringen. Und aufrollen, langsam hoch. Einatmen, bring beide Arme nach oben. Ausatmen tief. Achtung, wieder nur der rechte Arm. Einatmen hoch, zieh den linken mal nach unten. Vorne, ab. Links. Vorne, ab, nochmal rechts. Hoch. Und ab. Nochmal beide. Ausatmen, lösen, fallen lassen. Zweimal mehr, hoch. Lösen. Letztes Mal, nicht mehr fallen lassen, nur runterlassen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Bleibt alle gesund. Bis ganz bald. Ciao.